dir etwas sagen, was du schon längst weißt. Die Welt besteht nicht nur aus Sonnenschein und Regenbogen. Sie ist oft ein gemeiner und hässlicher Ort. Und es ist mir egal, wie stark du bist. Sie wird dich in die Knie zwingen und dich zermalmen, wenn du es zulässt. So, ich bin der Markus und ich unterzeichne hier den Friedensvertrag zwischen den drei Städten. Ich bin der Chris und ich unterzeichne den Friedensvertrag zwischen den drei Städten. Ich bin der Kurga und ich unterschreibe den Friedensvertrag zwischen den drei Städten. Ich bin der Stormy RP und ich unterschreibe den Friedensvertrag zwischen den drei Städten. Ja, ich bin der Tilo von der Praxis Gaming und ich unterschreibe natürlich den Friedensvertrag der drei Städte. Ich bin Leon und ich unterschreibe ebenfalls den Friedensvertrag. Ich bin Burgon und ich unterschreibe den Friedensvertrag auch. Alter. Ich bin der Dachwetzler und ich unterschreibe den Friedensvertrag zwischen den drei Städten. So sieht das schon aus. Ja. Ich bin hier von Flashlight.tv und ich unterschreibe ebenfalls den Vertrag. Ich bin Noah und auch ich unterschreibe den Vertrag zwischen den drei Städten. Lügner. Ich bin Adi und ich unterschreibe den Vertrag für die Frieden. Aber nur bei Donnerstag. Meine Tastatur hängt. Oh mein Gott. Ich bin Flip und unterzeichne auch den Vertrag zwischen den drei Städten. Ja, gut. Und damit herzlich willkommen zu dem neuen Projekt City War Nations hier mit diesen ganzen vielen Leuten hier. Wir haben es ja ganz professionell hier mal vorgestellt. Ja, wir sind jetzt hier auf der Friedensinsel hier zwischen diesen drei Städten hier und haben jetzt diesen Vertrag unterzeichnet. Und da unsere Städte jetzt so zerstört sind, gehen wir jetzt gleich alle in unsere Städte und fangen dann quasi hier mit dem Projekt an. So, hallo und herzlich willkommen. Wir sind in unserer Stadt, ja, für die wir noch keinen Namen haben. Irgendwie dabei ist natürlich der Markus, der Koga, das Auto und ja. Der Tobi. Ich habe einen Namensvorschlag. Nochmals von mir auch herzlich willkommen zu City War Nations, zusammen mit den eben genannten Interpreten, hätte ich jetzt fast gesagt. Interpreten. Ich dachte an sowas, an Stadtnamen, sowas wie Black Forest oder sowas, Wir spielen ja im Grunde den Wald oder sind genau. Hier so einer waldigeren Gegend. Wir haben jetzt so 4 Urbäume, die werden wir auch noch brauchen und die werden wir auch quasi hier in unsere Stadt mit einbeziehen, denke ich mal. Und eine fehlt noch, und zwar die Nikitron, die ist heute leider nicht da, aber die wird dann auch in Zukunft in den Aufnahmen dabei sein. Hat es jetzt leider nicht geschafft. So, ich würde mal sagen, guck mal hier, wir gehen jetzt mal hier am Anfang erstmal hin. Wir haben ja alle einen Quest, guck mal, mein Hals, ne? Ein Quest-Buch. Fiesling. Und da gönnt sich jetzt mal jeder eins. Mann! Ich kann die Kiste nicht öffnen. Okay. So, ich würde sagen, jeder liest einen Quest vor, also eine Seite. Es sind hier, also ich würde sagen, ich fange an. Questbuch 1. In diesen Büchern bekommt ihr Gemeinschaftsquest für eure Stadt. Löst ihr sie in 2 Wochen, erhaltet ihr Belohnung. Genau, ich mache mal. Quest 1. Repariert die im Krieg zerstörte Stadtmauer. Die Überreste befinden sich an den Urbäumen eurer Stadt. Das ist Quest Nummer 1. Nehmt zusammen eine Folge auf, in der ihr gemeinsam die fliegende Insel, die sich in der Nähe eurer Stadt befindet, erkundet. Quest 3. Erreicht eine Farm, um genug Nahrung zu bekommen, dass jeder satt wird. Genau. Eine richtige Idee. Gut, ich denke, das sind Quests, die sollten wir innerhalb der nächsten 2 Wochen auf jeden Fall hinbekommen, oder? Definitiv. Und die fliegende Insel. Genau, die liegt da hinten schon, die können wir da hinten sehen. Da können wir uns doch eigentlich jetzt drauf hochbauen, oder? Wollen wir das heute direkt machen? Wo ist die fliegende Insel? Würde ich sagen. Hinten. Okay. Aber wir haben gar kein Material, um hochzubauen, ne? Aber wir können auch Holz und... Ja klar, gut, dann lass mal kurz farmen. Ich würde eher sagen, ich würde erstmal sagen, wir tun erstmal das Gebiet erkundschaften. Ist das alles hier, was uns bisher so zur Verfügung steht? Das sind diese 4 Bäume und das ist hier quasi Überreste der Stadtmauer hier. Das ist ein Baum. Das ist ein Baum, also einer dieser 4 Bäume hier. Okay, wo ist der vier? Wo sind die anderen? Siehst du die nicht, die großen? Die stehen drumherum. Die sind groß genug. Siehst du die nicht? Okay, ich habe, glaube ich, meine Sichtweite nicht so gut eingestellt.
Aber es ist eine richtig schöne Gegend, ja. Alter. Auch so mit dem Shader. Ist richtig schön hier. Und ich habe mir so überlegt... Also wer es mit Shader sehen will, guckt bei Abraxas Gaming und den anderen vorbei. Da wir ja sowieso als Quest haben, diese Stadtmauer aufzubauen, die war ja damals quasi hier von der Story her hier an diesen Urbäumen verbunden. Wie wäre es denn, wenn wir dann quasi wieder die Stadtmauer quasi an diesen Bäumen entlang ziehen? Ja, und in drin, also ja, wie so eine kleine Burg bauen, nur dass wir keine Burgtürme haben, sondern halt diese Bäume. Und in den Bäumen können wir ja im Grunde einen Turm draus machen. Genau, in den Türmen können wir uns einbauen und zwischen den Bäumen noch so Hängebrücken machen, habe ich schon so voll die geilen Vorstellungen. Ja, Alter, auf jeden Fall, das ist mega geil. Ja, das wird richtig cool. Ja, wir sollten uns vielleicht auch auf ein Holz einigen, was wir einheitlich dann für die Stadt nutzen, sozusagen. Für dieses graue Holz ist so schön. Das Akazienholz, würde ich eigentlich auch sagen. Weil das wächst hier in der Gegend und... Das ist dieses graue Holz. Verarbeitetes ist schöner. Aber wir könnten auch eine Mischung machen, wenn wir unverarbeitetes Holz nehmen, können wir Fichtenholz nehmen und verarbeitet nehmen wir Akazienholz. Das geht natürlich auch, ja, das sieht auch richtig gut aus. Ja, dann würde ich aber eher Oakwood nehmen. Ja, Oakwood. Ja, ich würde sagen, beim Nichtverarbeiten kann jeder das nehmen, was er will. Okay. Aber man sollte auch ein bisschen was vom Akazienholz, denke ich mal, mit Fähre bauen, das wäre logisch. Ach ja, und bei mir ab nächste Folge dann mit Paste. Ich überlege. Mir fällt gerade ein, wir haben ja alle eine Startkiste, fällt mir gerade ein, wo ich keinen Hunger mehr habe. Da dürfen wir uns alle eine Rüstung und Essen rausnehmen und eine Endertruhe. Jeder hat eine Startkiste. Ich nehme die letzte. Ich nehme die zweite. Hey. Es sind da verschiedene Sachen? Jeder hat dasselbe. Ja, also jede Stadt hat was anderes, aber wir haben alle dasselbe untereinander. Nice. Ich habe so lange kein Minecraft mehr gespielt, ich weiß die Steuerung gar nicht mehr. Ja, wie gesagt, eine fehlt noch, die Negitron. Die wird einfach in den nächsten Folgen dazustoßen, denke ich. Ich würde dann mit dazustoßen, definitiv. Ja. Genau. Und Markus, erzähl doch mal ganz kurz, wo sind die anderen Städte? Was ist die Besonderheit zwischen den Städten und was unterscheidet uns von denen? Genau, also wir sind hier quasi die Naturstadt von diesen drei Städten. Wir leben hier in der großen Natur, wir sind die Ökos, genau, mit diesen Riesenbäumen, was ich aber sehr feiere. Ich liebe diese Riesenbäume einfach. Ja, die sind. Und das gefällt mir richtig gut. Die andere Stadt, das ist Stadt Nummer 2, die ist in einem total zerklüfteten. Oh mein Gott. Okay. Herzlichen Glückwunsch. In einem total zerklüfteten Gebiet. Die haben hohe Berge, haben zwischen diesen Bergen Hängebrücken, die teilweise momentan zerfallen sind. So. Also das sieht auch richtig nice aus bei denen. Die andere Stadt ist auch noch eine komplett andere. Die ist nämlich am Meer, an einem richtig großen Meer und ist Teil im Winter, also im Schneebiom. Also okay. Es ist wirklich alles total anders. Es ist quasi eine Hafenstadt, die Stadt Nummer 3. Und ich bin halt sehr gespannt, mal wie sich das alles so entwickelt bei den einzelnen Städten jetzt hier. Und gibt es theoretisch auch Maps, wo wir sehen können, wo die anderen Städte sich befinden? Das haben wir uns schon überlegt. Also die Koordinaten bekommt ihr auf jeden Fall noch von uns. Aber erst wenn die Friedenszeit wahrscheinlich vorbei ist, oder? Genau, ja, weil in der ersten, also ja, die Aufnahme, also für alle, in der ersten Woche ist quasi eine Friedensphase zwischen uns, da wir jetzt auch gerade diesen Friedensvertrag unterzeichnet haben und dann können wir, also wird wahrscheinlich so ein paar kleine Storys irgendwann wieder leicht Krieg anfangen, Städte können sich verbünden gegen eine andere Stadt oder alle untereinander. Oh, das ist cool. Das ist alles quasi noch, ein offenes Buch, was hier geschrieben wird von uns selbst. Und falls ihr wissen wollt, wer dabei ist und wie die Regeln sind, dann schaut mal in die Beschreibung. Da steht das alles. Da müssten eigentlich alle verlinkt sein. Da steht alles drin. Ja, genau. Normal. Wir haben auch ein paar neue dabei. Also, das Projekt heißt zwar City War Nations. Das ist auch aufgebaut auf dem Projekt City War. Genau. Wir haben auch einige alte eingesessene Hasen dabei. Wenn man auf Tab guckt, da haben wir zum Beispiel den Black Tiger, der war dabei. Markus war dabei, natürlich Flippo, Leon, Noah. Dachfenster und alle anderen, die sind neu und das muss ich sagen, finde ich ziemlich fett, dass wir da mal ein bisschen was Frisches reinkriegen. Genau. Frisches Fleisch. So langsam wird es Nacht. Was machen wir? Ausbauen irgendwie? Wir müssen. Jeder baut sich erstmal. Also ich denke, jeder hat genug Akazienholz erstmal gefarmt. Ich habe fast ein Stack. Ja, gut. Dass wir uns eine erste Behausung bauen. Na, wir können Bäume, oder? Dann könnten doch theoretisch gesehen 4 Leute auf Bäume und einer woanders hin oder 2 Leute so eine WG machen. Genau, aber... Also ich würde gern in einen Baum ziehen. Genau. Ja, ich auch. Eigentlich auch. Okay, aber wir müssen, glaube ich, aufpassen, dass ihr hier nichts Falsches kaputt macht, sonst könnte es sein, dass das Laub irgendwo weggeht, ne? Könnte passieren. Ja, wie ist das? Wollt ihr alle alleine sein? Wollen wir einfach, weil... Ist jetzt halt blöd für Negitron, ne? Ja, eben, ich möchte diese jetzt nicht so überrumpeln. Lass uns doch das letztendlich, was wir dann final bleiben, lass uns das auch erst später dann entscheiden, okay? Also ich finde, die Lady sollte eindeutig zu mir ziehen. Nein, ich hab mit Niggi gerade ein LPT, also finde ich, sollte sie zu mir ziehen. Mann! Oh, guck mal, wie sie alle drum rocken, ne? Und dann sagt sie so, hey, ich will doch nicht mit Tim, ich will auch nicht mit hier Chris, ich will einfach mit Thilo zusammen, ja. Kennt ihr noch nicht mal. Ja, genau deswegen, weißt du, ich will was Neues haben. Ich bin auch neu. Ja.
Ja, aber du bist okay, Chris. Okay, ich schlag vor, ich gehe hier in diesen ganzen. Du bist Chris, weiter. Das war obwohl, warte mal, ich schlag vor. Markus. Nein, Markus, das ist mein Baum. Voll, es ist dein Baum direkt, ne? Los, verschwinde. Ich nehm den Baum jetzt. Hier, nimm das noch als Abschiedsgeschenk, ja. Ja, bitte. Hier, nimm. Ich hab's hinter dir. Ah, du hast mich besamt. Nur für dich. Ah, cool. Krieg ich auch noch einen Baum. Die Häuser, die Bäume sind richtig groß von innen, also. Also deswegen, vor allem wir wollten ja sowieso mit so einer Art Burg noch aufbauen. Denke ich mal. Die hohl, die Bäume? Ja, die sind hohl, aber die sind du nur wie dein Kopf. 2x2 Meter oder so. Nein. Die sind echt... Nein! Was machst du denn? Alter, was geht bei euch ab? Time. Also ich schlag vor, ich baue, glaube ich, mein Haus an einem Baum, nicht in einem Baum. Weil... Hier ist es. Die sind voll... Finden, du musst den Sinn des Lebens. Warum ist hier ein Schild? Du hast noch so eine Aufgabe gefunden. Also jede Stadt hat nochmal so eine Special-Aufgabe bekommen. Wenn du willst, können wir uns die mal zusammen angucken. Die hast du dann anscheinend bei dir unten im Keller quasi. Das ist, hat jemand, das ist mein Keller. Da bekommen wir, also ich weiß ja, was die Belohnung ist, da ich das da mitentwickelt habe. Also die Belohnung ist für jeden einen Goldapfel, den wir hier finden können. Oh, das ist krass. Finden, du musst den Sinn des Lebens. Achtung, Thilo, pass auf, Thilo, hinter dir. Du, jetzt habe ich mir eine Spitzhacke gemacht, obwohl ich eine habe. Schlau. Naja, egal. Wir gehen mal hier weiter. Warte, wollen wir mal auf die anderen warten? Ja, aber ich wollte ja schon mal ein bisschen Eisen und Kohle fahren. Auch. Deswegen. Wo seid ihr? Kommt mal zu dem einen Baum. Immerhin ist das mein Keller, ne? Also ihr dürft gerne hier fahren, aber 10% gehen immer an mich hier, ja, wisst ihr? Genau. Zu welchem Baum sind wir keine Gemeinschaft? Meinem. Ja, ach so, den dort hinten also. Lol, hier rennt übelst das Viehzeug rum. Das Viehzeug. Eine Zombie-Mörder. Mach die Tür zu, wenn du reinkommst. Die Quest, mir fällt gerade ein, die Quest mit der fliegenden Insel können wir nur machen, wenn Nikitron noch dabei ist, ne? Weil die sollen wir alle zusammenfinden. Ja, stimmt. Also Chris, wir sind irgendwie auf uns allein gestellt. Ja, Chris, ihr seid doch gerade bei uns. Genau da in den Baum müsst ihr rein. Unten. In den Baum hier? Wartet mal. Ich komme auch zu euch da. Unten, ihr seht meinen Namen. Hier geht's runter. Also Leute, ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Schneider findet. Ich finde das richtig geil. Kannst ehrlich sagen. Ich will hallo. Laufe des LP ja, eigentlich auch noch. Hinter dir. Hä, was? Ach so. Was mit dem LP? Ich will im Laufe des LPs auch noch einen Schädel mit reinpacken. Ich bin hier. Komm. Ja, der war das Beste, Alter. Da kannst du das Spiel so aufhören. Finden, du musst den Sinn des Lebens. Wo? Da, auf dem Schild ist er einfach vorbeigelaufen. Wo ist er? Habt ihr den schon gefunden? Ich bin einfach eiskalt vorbei. Nee, also wir müssen jetzt hier mal weiterlaufen. Ich glaube den Redstone-Fackeln hinterher. Wissen wir, wo es genau ist. Hier macht mal einer oben die Tür zu oder sonst was. Oh. Na. Ja. Oh, was ist das? Sehr gut, Alter. Markus. Kann man jemanden Fackeln blenden? Ja, hier bitte. Mach mal kurz hier. Hier sieht's doch gut aus. Hier ist so ein Dingsbums. Ah, ja, guck mal hier. Geht ihr mal vor, weil ich kenne das ja zu hell. Also nicht das an sich, aber... Kohle. Thilo, warte mal. Kommt nachher, Leute. Okay. Ich brauche erstmal Kohle, sorry. Markus, ich ertrinke. Nice. Ich stehe hier ganz... Nein, du ertrinkst nicht. Das ist kein Rätsel, kein Rätsel tötet. So? Kein Rätsel tötet. Hier, guck mal, hier ist eine Tür, weißt du? Boah, ist mal schnell oben. Ich sterbe. Hey, Thilo, du hättest in diese Tür reingehen können, hallo. Alter, Action schon. Ja, Thilo stirbt. Sehr nice. Oh, Mann, ich hab dich gesehen. Was war das denn? Jetzt können wir uns jetzt schon den Spott der anderen zu. Oh Mann. Ich dachte, wir sind die geilste Stadt, ey, und dann spiele ich mit solchen Lappen. Oder? Also ich lebe. Leute, wollt ihr mal runterkommen? Ja, gleich, warte, ich muss erstmal was essen. Runter? Hier ist so ein Wasserloch. Die Rüstung ist einfach mal fast kaputt. Oh, nee, ich hab gerade... Ach, aber ich sehe euch. Ich muss erstmal meine Sachen wiederholen. Ja, das habe ich bei dir. Komm auf einem anderen Weg. Ich habe hier ein Buch getoppt bekommen. Warte, ich mach das hier nochmal rein. Oh, hier ist Eisen, Alter. Weed. Da hinten sind sie. Nein, kein Weed. Eisen. Das ist Weed, habe ich gehört. Thilo, ja. Leute, könnte mir mal jemand helfen? Was ist los, Thilo? Ja, du bist da richtig. Du warst richtig. Ja, aber ich möchte gerne meine Sachen. Ja, die habe ich doch. Alle? Ja. Da sind noch welche unten. Ja, sind noch welche unten. Ich bin unten. Du bist unten? Ich komm gerade hoch, pass auf. Da unten ist eine Tür, wo du rein kannst. Frage. Wenn man stirbt, wo spawnt man? Momentan noch am Spawn, aber das ändert sich dann noch. Ach, jetzt hier sind wir. Jetzt gehst du runter, willst du mich verarschen? Ja, hier, gib doch mal die Sachen. Ja, guck mal, du sammelst gerade Bücher auf. Sinn des Lebens. Easy am Farm. Das sind keine Bücher, gib mir meine Sachen. Ja, hier, warte mal, du kriegst dann das hier, das hier. Hey, lol, was ist der Sinn des Lebens? Wir haben den Sinn des Lebens gefunden, oder? Sinn des Lebens. Oh, finden den Schatz im Gipfel der Natur. What the fuck? Ach ja, stimmt, ja. Hab ich, das habe ich sogar gespielt.
Hab ich sogar echt geschrieben gehabt. Hast du noch Eisen und sowas von mir? Ja. Oh, jetzt hab ich alles Eisen gegeben lange, von mir. Leute, wie lange nehmen wir auf? Wir sind schon bei knapp 20 Minuten gleich. Okay, dann sollten wir jetzt eigentlich mal aufhören. Okay, wartet mal. Habt ihr das mitbekommen? Mit nicht, kommt ihr mit, kommt ihr mit? Und schneidet ihr dann? Okay. Jetzt, nee. Komm, Markus, gib mir meine Sachen. Ja, komm hoch. Wollen wir jetzt hoch? Ja, komm hoch. Okay. Also, wir haben den Sinn des Lebens mitgebracht. Doch, ich hab's auch gerade geschafft. Also dann kann ich euch noch mal kurz den Sinn des Lebens geben. Und das Rätsel lösen wir dann mal in den nächsten Folgen, würde ich sagen. Also ich ja. nicht, weil ich, das habe ich ja gemacht sogar. Das fällt mir gerade wieder ein. Das müsst okay. ihr lösen. Okay. Kommt mal her. Bin auf Wollen Weg. Wir uns, müssen wir uns nicht auslocken, um die Folge zu genau, hören, hier. Oder? Hier einmal Sinn des Lebens. Ja, genau, das ist sowieso eine Regel. Ne? Genau. Dass wir ausgelockt... die meisten werden wahrscheinlich nicht in der ersten Folge dran gedacht haben, aber ich werde es nochmal schreiben. So, hier auch mal den Sinn des Lebens für dich. Danke. Und Dilo, Alter, darauf abzubauen, komm jetzt her. Finde den Schatz im Gipfel der Natur, das ist eure Aufgabe. Meine nicht, weil ich kenn's ja leider schon. Meine okay. jetzt nicht? Nein, ich weiß ja leider die Lösung, mir fällt's gerade wieder ein. Sollte ja, Markus, übermachen. Markus, gib mir aber schnell meine Sachen, das vergisst ja, du nächstes Mal. Genau, stimmt. Aus Versehen natürlich. Ganz aus Versehen. Das Eisen jetzt bitte. Ja, du hast schon alles Eisen von mir bekommen. Ah ja, stimmt, ja okay. Keine Ahnung, was ist noch von dir? Mhm. Genau. Alles. Was ist da noch? Wie viele Liegestütze kannst du? Alle. Alle. Okay. Die total geile Frage. Okay, dann. Okay. Hey. Dann ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Der ersten Folge hat mir sehr Spaß gemacht und genau, wir sehen uns hoffentlich nächstes Mal, ne? Genau. Wir sind 2 Tagen bei mir zumindest. Ja, bis dahin. Ja, und, ciao. Ciao. Euer Mystery. Ciao.